Das Leitlachtal wird im Norden von drei Bergen, dem Breitenstein, dem Schweinsberg und dem Wendelstein begrenzt, die allesamt zum Mangfallgebirge gehören. Der markanteste von ihnen ist der 1838 Meter hohe Wendelstein, dessen klassische Südbesteigung in Bayerisch Zell beginnt. Bereits ab dem Jahr 500 wurde die Gegend gerodet und ab 1000 besiedelt. Heute ist Bayerisch Zell ein typisches oberbayerisches Feriendorf. Dominiert wird der Ort durch die 1734 erbaute barocke Pfarrkirche St. Margaret. Der Turm stammt noch von der spätgotischen Vorgängerkirche. 200 Meter oberhalb des Ortes gelangt man auf eine Hangterrasse, die schon immer intensiv landwirtschaftlich genutzt wurde. Von Hochkreuth aus ist der gesamte Aufstieg auf den Wendelstein einzusehen. Verlassen die Wiesen um Hochkreuth, steigen durch lichten Bergwald und gelangen auf 1500 Meter Höhe in das Gebiet der Almen. Der Wendelstein ist von zwei Seiten her durch Bergbahnen erschlossen. Von Brandenburg im Inntal durch die Zahnradbahn und von Bayerisch Zell aus durch eine Großkabinenseilbahn. Sie bringt die Fahrgäste in nur 7 Minuten von der Talstation in Osterhofen zur Bergstation in 1700 Metern Höhe. Die beste Position, den geologischen Bau des Wendelstein-Bergmassivs zu verstehen, ist der Rundblick vom Bockstein im Westen über die Wendelstein-Südwand bis zur Kasselwand im Osten. Vor 230 Millionen Jahren war dort, wo heute München liegt, Festland. Davor, nach Süden hin, lag eine Lagune, die durch einen massiven Riffgürtel vom offenen Meer getrennt war. 3 Millionen Jahre lang wuchs das Riff und wurde während dieser Zeit 250 Meter dick. So entstanden die gut geschichteten Muschelkalke, die jetzt den Berggipfel des Wendelsteins bilden. Die Kalke heißen Wettersteinkalk, benannt nach dem Wettersteingebirge rund um die Zugspitze. Steile Wände und prägnante Gipfel wie Elmauer Halt, Wendelstein, Zugspitze und Kampenwand verdanken dem widerstandsfähigen Kalkstein und der Formenkraft des Wassers ihre jeweils unverwechselbare Gestalt. Vom Festland im Norden transportierten Flüsse Sand und Ton ins Meer. Diese mittlerweile zu Stein gewordenen Mineralien nennt man Reibler Schichten. Vor 135 Millionen Jahren begann Afrika nach Norden zu driften, sodass alle Gesteine aus der Lagune und dem Riff angehoben und übereinander geschoben wurden. Die letzte Eiszeit prägte das Gebiet am Fuße der Kalkfelsen, wie hier den Kessel mit den Wendelsteinalmen. In den Jahren 1889 bis 90 wurde das Wendelsteinkirchel als bis heute höchstgelegenste Kirche Deutschlands errichtet. In der Kirche finden im Sommer regelmäßig Messen und Trauungen statt. Münchner Künstler schufen die kunstvoll gestalteten Glasfenster. Der Altar zeigt die Gottesmutter Maria als Patrona Bavariae, welcher die Kirche gewidmet ist. Warum ist das einmal drin? Das ist ja fliegen.
Von der Bergstation aus gelangt man über einen befestigten Weg auf den Gipfel, der durch Treppen und Serpentinen jedem Touristen den Aufstieg zu einem der beliebtesten Berge der Bayerischen Alpen ermöglicht. Ursprünglich aus militärischen Überlegungen wurde im Jahr 1941 das Sonnenobservatorium auf dem Wendelsteingipfel gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Universität München die Anlage. In den 60er Jahren erweiterte man das Observatorium um einen Chronograph, sodass zusätzlich die Sonnenatmosphäre erforscht werden konnte. Ab Mitte der 80er Jahre ermöglichte ein neues 80 cm Teleskop auch Nachtbeobachtungen. Dieses wurde 2012 durch ein 2 Meter Teleskop abgelöst. Verschiedene Kameras ermöglichen die Suche nach extrasolaren Planeten und veränderlichen Sternen in Zwerggalaxien. Bei so viel Technik kann man das Gipfelkreuz glatt übersehen. Und der Satz „Im schönen Tempel der Natur siehst du des großen Gottes Spur“ scheint am Gipfelplateau nicht zu gelten. Im Südosten begrenzt die Bergkette mit Brünnstein und Treiten das Sudelfeld mit dem gleichnamigen Skigebiet. Direkt in den Süden führt das Ursprungstal. Als Berge erkennen wir den bewaldeten Seebergkopf, rechts davon den noch schneebedeckten Miesing. Die Zillertaler Alpen schließen rechts, die Hohen Tauern links den Horizont ab. Die Autostraße führt das Seitzachtal abwärts und steigt dann leicht zum Schliersee auf, während der Flussleitzach rechts nach Fischbach auffließt. Der Gebirgsstock des Wendelstein verläuft vom Schweinsberg hinüber zum Breitenstein. Im Norden liegt die flache Münchner Schotterebene. Von oben blicken wir auf Bayerischzell, 1000 Meter unter uns gelegen, wo in der Früh unsere Bergtour begann.